5. Hast du sie gesehen, Dickerchen? Schau, da vorne ist sie. Die Stimme in seinem Kopf war zurückgekehrt. Bruno erhob sich von der steinernen Bank und das Herz blieb ihm stehen. Ja. Ja, ich sehe sie. Soll ich ihr hinterhergehen? Ich kann sie verfolgen. Gute Idee, Dickerchen. Du hast die ganze Nacht ausgeharrt und dich keinen Zentimeter bewegt, so wie ich es dir gesagt habe. Und ich wusste, dass du dafür belohnt wirst. Bruno grunzte wie zur Bestätigung und lief schwer keuchend aus der Arena. Er hatte das rote Haar des Mädchens gleich wieder erkannt. Es leuchtete aus der farbenfrohen Masse, aus jubelnden Menschen, förmlich heraus. Es war keine schöne Nacht dort unten unter der Brücke. Ich weiß, wie unbequem es für dich gewesen sein muss. Aber du hast alles richtig gemacht. Niemand hat dich entdeckt. Keiner hat Fragen gestellt. Und du konntest unbemerkt hierher kommen. Du hast sie gefunden und kannst sie dir jetzt schnappen, mein Dickerchen. Er konnte sich nicht so unauffällig verhalten, wie es dieses Mischstück getan hatte. Das er für Clara gehalten hatte, als er sie in sein Haus bestellt hatte. Bist du dir ganz sicher, dass sie es ist? Ja, absolut. Du hast sie doch gesehen. Ihre Haare, der Gang, sie ist es. Aber ich schätze, du wirst zu langsam sein, wenn du sie dir schnappen willst. Bruno sah die Tribüne hinauf. Der Mann aus dem Fernseher sprach gerade zu den Zuschauern. Die Masse tobte, dennoch wurde er von einigen Menschen seltsam angestarrt. Finde einen anderen Ausweg. Los, mach schon! Er sah sich um und entdeckte einen Gang, der aus der Arena führte. Mit seinen schmutzigen Händen deutete er auf den Weg. Soll ich den dann nehmen? Natürlich nimmst du den Weg. Alle Wege führen auf den Parkplatz. Sie muss dort also gezwungenermaßen entlangkommen. Los, worauf wartest du? Und so bewegte sich Bruno Masowski schwerfällig auf den Ausgang zu. Seine Beine hatten Schwierigkeiten, nach so einem langen Marsch ihn noch weiter zu tragen. Aber die Gier und die Rache trieben ihn vorwärts. Er wusste, was er zu tun hatte. Die Stimme hatte es ihm gesagt. Sie hatte ihm geraten, das Mädchen, diese kleine Schlampe, zu finden, um sie auszulöschen. Natürlich konnte er sie jetzt nicht mehr mit nach Hause nehmen und in seiner Fantasie ein Leben mit ihr als Clara führen. Sie war frech geworden. Sie hatte ihm wehgetan, als sie den Spaten zwischen seine Beine niedersausen ließ. Sie hatte ihn umbringen wollen. Es war auch sicherlich ihre Schuld, dass die Wachmänner zu ihm nach Hause gekommen waren. Dass sie auch ein zweites Mal gekommen waren, um ihn zu suchen. Zum Glück war die Stimme da, die ihn angewiesen hatte, schleunigst das Haus zu verlassen. Er hatte die Nacht über nüchtern bleiben müssen. Sicherlich suchten die Wachmänner nun nach ihm, und er konnte es nicht riskieren, beim Kauf von Bier festgenommen und befragt zu werden. Es wären unangenehme Fragen gewesen, wo er das zweite Mädchen versteckte, wer die Rothaarige in seinem Haus gewesen war. Und bestimmt hätten sie ihm auch die Stimme genommen. Schon damals, als er klein gewesen war, hatten sie ihn verrückt genannt. Aber Bruno war nicht verrückt. Die Stimme war so real wie alles andere um ihn herum. Nur konnte niemand außer ihm sie hören. Niemand konnte die kleinen Schatten sehen, die gelegentlich aufgetaucht waren. Er erreichte den Ausgang und konnte den riesigen Parkplatz sehen. Die Arena war ein ovales Gebäude. Alle Wege, die aus den Ausgängen liefen, führten auf diesen einen Platz. Wenn er sich hinter einem Wagen verstecken würde, könnte er sie sich schnappen. Natürlich war er zu Fuß da, aber der Stimme würde sicherlich etwas einfallen. Sie lenkte ihn. Er sah einen großen Sportwagen und er hiefte seinen schweren Körper hinter die Motorhaube. Jetzt musste er warten. Wenn sie kommt, dann schnappst du sie dir und setzt sie sofort außer Gefecht. Dann bringst du sie zu deiner Gartenlaube. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen, Dickerchen. Dein widerlicher Gestank und dein abstoßendes Äußeres erregen schon genug Aufmerksamkeit. Es gibt Menschen, die besser nicht das Haus verlassen sollten. Und du bist einer von ihnen. Brunos Herz raste. Weniger vor Aufregung, dafür mehr wegen all der körperlichen Anstrengung. Sein Schädel schmerzte ihm noch immer und er hatte blaue Flecken von dem Treppensturz davon getragen. Diese kleine Schlampe kommt mir nicht so einfach davon. Und dann sah er sie.
Hinter der Mauer der Arena tauchte das feuerrote Haar auf. An der Hand hielt Myra ein kleines Mädchen, das sich ängstlich umschaute. Die beiden bewegten sich auf den Parkplatz zu. Warte, bis sie an dir vorbeikommen. Mit der Kleinen wirst du schnell fertig. Aber die Schlampe, die ist gefährlich. Nimm dich vor ihr in Acht. Warte, bis sie auf deiner Höhe ist und dann stürze dich auf sie. Zermalme sie unter deinem Gewicht. Die Mädchen blieben stehen, um etwas zu diskutieren. Dann zeigte die Kleine auf die Arena und schüttelte den Kopf. Myra zog das andere Mädchen weiter und sie näherten sich Bruno. Es muss schnell gehen, Dickerchen. Du musst schneller sein als sie. Sie sind zwar nicht so kräftig wie du, dafür können sie dir schnell ausweichen. Es muss eine Überraschung sein und diesen Moment musst du nutzen. Es ist deine letzte Chance, diese Schlampe kalt zu machen. Hast du das kapiert, Dickerchen? Er konnte sie jetzt hören. Er konnte sie sehen. Er konnte Myra beinahe riechen. Dann tauchte ein roter Schopf hinter der Scheibe des Wagens auf. Jetzt! Los, schnapp sie dir, du Schwachkopf! Worauf wartest du? Schnapp sie dir endlich! Bruno krächzte etwas. Dann rappelte er sich auf und bäumte sich vor den erschrockenen Mädchen auf. Sein Schatten lag auf ihren Gesichtern und die weit aufgerissenen Augen Myra starrten ihn entsetzt an. In dieser ersten Sekunde des Wiedersehens, des Wiedererkennens, schien die Welt stehen zu bleiben. Myras Herz setzte aus und Brunos Gier nach diesem Körper ließ ihn in Erstarren. Dann geschah alles ganz schnell. Ein erstickter Schrei aus Bettys Kehle ließ die zu Eis gewordenen Mädchen wieder erwachen. Noch ehe ihr laut Verhalt war, griff Myra nach Bettys Hand und riss sie mit sich. Es war mehr ein Sprung, ein Anlauf nehmen als ein Fortrennen. Betty stolperte durch die unerwartete Reaktion von Myra und fiel auf die Knie. Bruno warf sich auf das verängstigte Mädchen. Er fasste ihre Knöchel und geriet selbst ins Wanken. Dann blickte er in die hasserfüllten Augen der Rothaarigen. Diesmal nicht! Sie riss den leichten Körper der Kleinen hoch. Bruno sprang ebenfalls auf, viel schneller als er gedacht hatte, und rannte hinter ihnen her. Durch das Adrenalin in seinen Adern war er schneller und überraschend wendiger. In seiner Raserei überhörte er die Stimme. Du Idiot! Bleib stehen! Kehr um! Es ist zu spät, sie wird dir entkommen! Er folgte ihnen trotzdem bis zu den stählernen Toren. Dann liefen sie alle drei den Wachmännern in die Arme. Halt! Stehen bleiben! Bruno verlangsamte sein Tempo und auch Myra und Betty blieben jetzt stehen. Keuchend starrten sie in die Augen der Wachen. Könnt ihr euch ausweisen? Sie schwiegen, keuchten und hatten Angst. Könnt ihr euch ausweisen? Die Wachmänner hatten die Anweisung, auf fliehende Personen zu achten. Es könnte jederzeit etwas schief gehen. Sie alle hatten von den Vorfällen der letzten Tage gehört. Ein jüngerer Wachmann trat aus dem Ring aus Waffen. Sie sehen komisch aus. So, als wären sie auf der Flucht. Du meinst, sie sind aus den Rängen der anderen? Betty sah verzweifelt zu Myra hinauf, aus deren Gesicht die Hoffnung entwichen war. Betty wusste, dass Myra keinen Ausweis dabei hatte. Sie besaß ja keinen. Und Betty selbst wurde ebenfalls von ihrem Vater gesucht. Haben Sie die Objekte bei Ihrer Flucht ertappt? Sie hatten Myra und Betty fortgeschafft, die wild um sich geschlagen und verzweifelt sich zu wehren versucht hatten. Genau, Dickerchen. Hast du sie ertappt? Es ist eine Falle. Du solltest aufpassen, was du antwortest. Ich möchte dir nur helfen. Antworte nichts Falsches. Ich werde dich durch diese Fragen führen. Vertraust du mir? Masowski nickte und wartete auf Anweisung der Stimme, die ihm versprochen hatte, ihn niemals zu verlassen. Der Wachmann notierte etwas. Sie sind vermutlich sehr gefährlich, die beiden Görn. Es ist gut, dass es so aufmerksame Bürger wie Sie gibt. Vielen Dank dafür. Haben Sie gesehen, wie Sie an zivile Kleidung gelangt sind? Wichtig ist, dass du nichts Falsches sagst. Du willst sie doch wiederholen, diese kleine Schlampe, oder? Du willst sie doch schnappen und dann... Niederschlagen. Sein Blick war trüb geworden und er starrte am Wachmann vorbei. Sie haben jemanden niedergeschlagen? Sind Sie so an die Kleidung gelangt? Er griff jetzt alarmiert zu seinem Funkgerät und gab einen Code durch. Vermutlich gibt es Verletzte.
Such das ganze Gelände ab, bevor das Spektakel hier zu Ende ist und die Menschen herauskommen. Dann wandte er sich wieder an Masowski, den er jetzt die durchsichtigen Handschellen abnahm. Ich danke Ihnen. Sie waren sehr hilfreich. Ihre gute Tat soll nicht unbemerkt bleiben. Zufällig ist mein Chef heute anwesend. Ich werde Sie gleich zu ihm bringen, damit er Ihnen die Hand schütteln und Sie dafür belohnen kann. Sein Lächeln war aufrichtig freundlich. Sechs. Die Stadt zu passieren, war ungewöhnlich einfach gewesen. Zu einfach. Jeremy war vorausgegangen und hatte Clara und Mika aufgeregt verkündet, dass er nirgends Wachen gesehen hätte. Die Straße, die ins Zentrum nach Eden führten, waren allesamt menschenleer. In der Ferne bellte irgendwo ein Hund. Kann nicht sein, dass niemand da ist. Glaubst du, es ist eine Falle? In Claras Augen stand Vorsicht. Sie waren sich alle einig gewesen, dass bereits ihre Flucht, die viel zu leicht gelungen war, eine Falle gewesen sein musste. Sie wurden beobachtet. Jemand spielte mit ihnen. George Barry war der Spieler, der jetzt auf ihren nächsten Zug zu warten schien. Es ist eine Falle, ganz sicher. Wir müssen vorsichtig sein. Bevor wir jetzt dorthin gehen, Mika, möchte ich, dass du eines weißt. Ich bin schwach. Und ich werde euch vielleicht aufhalten. Sie sind in erster Linie hinter mir her. Sollten wir in Gefahr sein, bitte ich dich, keine Rücksicht auf mich zu nehmen. Sie werden euch töten, wenn sie uns finden. Sie wollen mich. Ich denke also, dass sie euch ohne Vorwarnung erschießen werden. Wir müssen unerkannt bleiben und sollte es Gefahr geben. Ist nicht drin. Bleib bei dir. Werd dich beschützen. Sind zusammen hergekommen und werden nicht zulassen, dass noch ein Verlust aufkommt. Clara fühlte sich geschmeichelt. Sie drückte ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Dankbarkeit lag ihr auf den Lippen, als diese seine Wange berührten. Und dann betraten sie den geteerten Weg. Sie kamen an großen Plakaten vorbei und an bunten Häusern mit duftenden Gärten. Auf ihrem Weg entdeckten sie nicht einen einzigen Menschen, und die Stille, die sie umgab, war unheimlich. So liefen sie eine geschlagene halbe Stunde, bis die Straßen sich gabelten und sie verunsichert erst in die eine, dann in die andere Richtung blickten. Jeremy schlug Richtung vor. Er führte seine Freunde immer tiefer über die spinnenwebenartigen Straßen, bis Clara die Orientierung verloren hatte. Woher willst du wissen, wo wir lang müssen? Weiß nicht. Ich rate. Muss meinem Bauchgefühl folgen. Doch Jeremy folgte in Wahrheit dem entfernten Klang der Festspiele, die er zu hören glaubte. Paul wurde gefesselt und geknebelt und in einen fensterlosen Transporter gebracht. Die gepanzerte Uniform der Wachmänner roch nach Desinfektionsmittel und ihre Stimmen waren hart und unfreundlich. Sie stießen ihn grob in den dunklen Raum des Transporters, schlossen schnell die Türen hinter ihm und setzten den Wagen in Bewegung. Paul wusste, wohin sie fuhren. Er wurde zum Engelsmarsch gebracht. Er war jetzt ein Gefangener, ein rebellierender Häftling, der zum Tode verurteilt worden war. Wie er Georges Inszenierung kannte, würde er vermutlich direkt vor den Augen der ganzen Stadt hingerichtet werden. George hatte sich bestimmt eine sehr dramatische Methode ausgedacht, die schmerzvoll, erniedrigend und mit höchster Wahrscheinlichkeit das Maß an Grausamkeit übertreffen würde. Der Hass und die Entrüstung betäubten seine Gefühle. Der Wagen hielt, die Türen wurden geöffnet und die Wachmänner schleppten Paul zur Arena. Er konnte das Toben der Menge hören. Er konnte sie jubeln und schreien hören und wusste, dass sie auf das Programm warteten, das sich George ausgedacht hatte. Von den Seiteneingängen der Arena aus führten bewachte Treppen hinunter in den Keller. Zellen der Opfer lagen dort. Es gab Zellen, die groß genug waren, um 50 oder mehr Häftlinge unterzubringen. Aus ihnen hörte er das Wimmern und Weinen, das Klopfen und Flehen der Engel. Wurde eiskalt. Jemand stieß ihn in eine Zelle und schloss die Tür hinter ihm.
Paul lugte vorsichtig durch die rostigen Gitterstäbe hindurch. Hallo? Kann mich jemand hören? Er wollte die Mädchen beruhigen, die in den anderen Zellen auf ihren Tod warteten. Er wollte, dass sie ihm zuhörten. Er könnte sie warnen oder ihnen Mut zusprechen. Vielleicht könnte er sie trösten, bevor sie hinaus in die grelle Arena steigen mussten, um dort in blutige Einzelteile zerschmettert zu werden. Er dachte an die kleine Vorführung, die George ihm geboten hatte. Hallo, kann mich jemand hören? Mit seinen durchsichtigen Handschellen klapperte er gegen die Gitterstäbe, um das Winseln zu übertönen. Aber es ging in dem Lärm unter wie ein Stein im Wasser. Unglaublich, dass sie es geschafft haben zu entkommen, nicht wahr? Ist mir selbst ein Rätsel. Ist alles doppelt und dreifach bewacht hier. Und die beiden haben es irgendwie geschafft. Wir werden gleich das Sicherheitssystem überprüfen müssen. Ihr macht einen Fehler. Sie konnte in ihren Augen lesen, dass auch Betty nicht aufgeben wollte. Myra wog ihre Chancen ab. Es gäbe nur zwei Möglichkeiten. Entweder würde sie den Wachen erzählen, dass Betty die Tochter von George Barry war, so konnte sie immerhin noch Betty das Leben retten. Oder sie müssten sich den bewaffneten Männern stellen, sie umlegen, damit sie fliehen konnten. Nur ungern wollte sie Betty den Anblick toter Männer aussetzen, aber andererseits musste die Kleine es schon gewöhnt sein, Leichen zu sehen. Außerdem wollte Myra nicht verantwortlich für den Tod eines weiteren Mädchens sein, falls etwas schief ging. Myra blickte auf den Treppenabsatz, dessen Stufen hinab in die dunklen Gewölbe führten. Sie musste sich entscheiden. Jetzt. Paul hatte es aufgegeben, auf sich aufmerksam zu machen. Das Wimmern und Betteln der Mädchen war laut. Als er sich in seiner engen Zelle umdrehte, um sich einen Platz zum Warten zu suchen, entdeckte er in der dunkelsten Ecke der Zelle einen Menschen. Er fuhr erschrocken zusammen und starrte in die Augen des Mannes, dessen wilder Blick mehr dem eines Raubtieres glich. Zusammengekauert hockte die Gestalt dort und blickte ihn finster an. Die Augen leuchteten in einem grellen Ton. Es war Hass, purer Hass, den diese Augen ausstrahlten. Mein Name ist Paul Barry. Paul ging langsam auf ihn zu. Er streckte die Hand aus, wie zur Besänftigung eines tollwütigen Hundes. Die seltsame Gestalt in der Ecke knurrte. Ich tue dir nichts. Ich möchte nur deinen Namen wissen. Ich weiß, wer du bist. Es musste ein Sträfling aus einem der Abschnitte sein. Paul ging nun in die Knie, um mit dem Fremden auf einer Augenhöhe zu sein. Er stank und war ungepflegt. Im fahlen Licht, das durch die Gitterstäbe der Zelle drang, erkannte er struppiges, ungewaschenes Haar. Die Haut war an den Wangen aufgeplatzt und die Lippen waren spröde. Er war nackt und hatte die Knie angezogen, um Paul einen Blick auf seine Genitalien zu verbergen. Die Zehen der riesigen Füße waren dreckig und die Fingernägel an den Händen eingerissen. Getrocknetes Blut war an den Nagelbetten zu sehen. Ausgebeutet, ausgenutzt, verarscht. Und dann wollten sie mich töten. Paul schluckte und versuchte, die schnellen Worte des Mannes zu verstehen. Vielleicht hat er als Spion für George gearbeitet. Ich habe ihn meine Seele geschenkt, meine ganze Kraft in sie hineingesteckt. Und was ist der Dank? Das System, dem ich gedient habe, wollte mich auslöschen, ausradieren, auswärts. Diese Schweine wollten mir tatsächlich das Leben nehmen, das ich ihnen geschenkt habe. Ja, er musste eindeutig ein Spion aus einem Abschnitt sein. Paul wollte ihn nicht unterbrechen und biss sich auf die Lippen. Es wäre dumm, dem Mann jetzt zu erklären, wo sie sich befanden. Dass sie kurz vor einer öffentlichen Hinrichtung standen. Dass sie nur hier waren, um auf ihren Tod zu warten. Und du, du kleiner Scheißer, du bist sein Bruder. Das Arschloch, das mich in diese Lage gemacht hat, ist ein verschissener Bruder. Dieser Scheißkerl. Könnt sich was anhören, wenn ich ihn in die Finger kriege.
kannst du aber wissen. Das kannst du aber wissen. Er muss verrückt geworden sein. Wie lange war er schon hier, dass er durch den Mangel an sozialen Kontakten durchgedreht ist? Oder war er nur ein weiteres Opfer in dem riesigen Spiel? Was hast du mit George zu tun gehabt? In den letzten 24 Stunden hatte er mehr über George erfahren, als in den ganzen 36 Jahren zuvor. Was ich mit ihm zu tun gehabt hatte? Ich habe für diesen Scheißkerl gearbeitet. Ich habe mein ganzes verschissenes Leben für ihn gearbeitet. Und jetzt, da ich nur einen einzigen Fehler in den vielen Jahrzehnten gemacht habe, lässt er mich umbringen. Ich war seine Nummer eins. Ich war seine rechte Hand. Ich war sein Schatten, der ihn Tag und Nacht folgte. Und jetzt schau dir an, wo ich gelandet bin. Wundert mich nicht, dass er nicht einmal vor seinem eigenen Fleisch und Blut Halt macht. Der Mann spie aus. Paul trat aus dem Licht und erkannte mit Schrecken die blassen Gesichtszüge des Projektleiters, den er schon oft bei Loki Companies gesehen hatte. Glasmann! Ganz richtig. Glasmann. Der gute, alte Glasmann, den ihr alle so schön verarscht habt. Es ist ein Wunder, dass du, arroganter Scheißkerl, überhaupt meinen Namen kennst. Die Stimme des Mannes bebte, aber in seinen Augen beruhigte sich etwas. Die Haut in seinem Gesicht war gerötet. Töten lassen wollte er mich. Töten. Hat gesagt, er flutet den Raum mit Gas. Meinte, ich wäre infiziert mit einer hochansteckenden Seuche. Glaubte wohl, dass damit all seine Probleme gelöst werden könnten. Dieses Arsch wollte mich für einen Fehler, den ich nicht begangen habe. Er hat sich getäuscht. Ich war nicht infiziert. Vielleicht ein wenig, aber nicht genug. Durch die Arbeit im Labor hatte ich mehr Impfungen erhalten als sonst wer. Aber da war es schon zu spät. Hatte ich über den Fernsprecher angerufen und schadenfroh darüber gelacht. Hat mich winseln und betteln lassen, bis ich in Todesangst schwebte. Bis ich mir die Symptome eingebildet habe. Er hat angekündigt, mich mit Gas zu töten. Und ich habe es wirklich geglaubt. Ich lag auf dem Boden meines Labors und habe mich schon von dieser Scheißwelt verabschiedet. Als das Zischen des ausströmenden Gases zu hören war, habe ich geschrien. Meine ganze Seele habe ich mir aus der Kehle geschrien. Und weißt du, was dann passiert ist? Paul schüttelte den Kopf, fassungslos darüber, was Glasmann ihm erzählte, und ungläubig darüber, dass er ihn hier wieder traf. Es war ein Betäubungsgas! Es war ein Betäubungsgas! Ein Betäubungsgas! Die Schweine haben mich verarscht! Sie haben hier reingelegt! Ganz großes Kino. 10 Punkte für Barry, der seinen Spaß mit mir gehabt hatte. Und dann bin ich hier aufgewacht. Liege hier in meiner eigenen Pisse und Kotze. Und mir tut schon der Arsch vom Sitzen weh. Ein echtes Psychospiel hat er abgezogen. Glasmann hatte sich verändert. Seine nasale Stimme war zu einem Laut der Verwirrung geworden. Die glatten, strengen Gesichtszüge waren wild geworden und verrieten Paul, dass Glasmann den Verstand verloren haben musste. Ich frage mich, wann Sie mich hier herauslassen?
damit dem Mistkerl mehr Rede und Antwort stehen kann. Sie werden uns herauslassen, aber nicht, um uns freizulassen. Sie holen uns, um uns hinzurichten. Und es ist nur noch eine Frage von Minuten. Dann drehte sich ein Schlüssel in dem Schloss hinter ihnen. Und bewaffnete Männer zerrten Paul und Glasmann aus der stickigen Zelle. Nachdem George Barry seine ausschweifende Rede über die Ehre, für Eden zu sterben, beendet hatte, ließen sich die Leute zurück auf ihre harten Steinbänke fallen. Lynn blickte in die tausenden Gesichter der Menschen, die freudig auf die Opferzeremonie, auf den Massenmord warteten. Lynns Gedanken galten ihren Kindern. Ihr Sohn war ihr entrissen worden, die Tochter geflüchtet. Sie wusste nicht, ob sie sich jemals wiedersehen würde. Sie liebte ihre Kinder mehr als alles andere auf dieser Welt, wäre bereit gewesen, ihr eigenes Leben für das ihrer Kinder herzugeben. Doch nun war es zu spät. Lynn spürte die Hitze der Sonne auf ihrem schwarzen Kleid, winzige Schweißperlen standen ihr auf der Stirn. Das wird dir gefallen, Liebling. Jetzt kommt die Einführungszeremonie. Nur ein kleines Opfer. Straftäter. Wir haben nicht so viele von ihnen hier in Eden, deswegen waren wir bei der Auswahl der Unglücklichen etwas oberflächlicher als gewöhnlich. George legte eine Hand auf ihre Handschellen und gab ein Zeichen an einen Wachmann weiter. Dieser gab den Befehl, die Einführungszeremonie zu beginnen. Feierliche Musik setzte ein und der sandige Boden der Arena riss auf. Unter dem Sand tauchte eine Stahlplatte auf, die sich jetzt öffnete. Sie spaltete sich in seltsam spitz zulaufenden Zähnen und es glich eher dem Aufreißen eines Hyänenmauls. 12 seltsam aussehende Halbkugeln, in denen sich wild gestikulierende, an die Wände hämmernde Häftlinge befanden, wurden an dicken Schläuchen hinaufgezogen und schwebten einige Sekunden über der Erde. Lynn wollte sich vor Schreck erheben, aber George drückte sie zurück auf ihren Stuhl. Die Menge tobte und applaudierte, und ein Sprecher erklang. Verbrecher, Mörder, Kriminelle, Betrüger, Rebellen. Sie alle verdienen den Tod. Sie alle müssen sterben. Aber nur wenige haben heute die Ehre, es in dieser Arena tun zu dürfen. Die Zuschauer erhoben sich von den Sitzen und drängten ihre Köpfe zwischen all den tobenden Menschen hindurch, um einen Blick auf die Todgeweihten zu erhaschen. Die 12 Auserwählten schrien, aber aus den Glaskoppeln drang kein einziger Laut. Sie sahen abgemagert aus. Teilweise waren sie nackt. Lynn wollte sich die Augen zuhalten, aber George griff nach ihrem Kopf und schrie entgegen. Sie blickte auf die Häftlinge. Und dann plötzlich direkt in Pauls Gesicht. Auch er tobte und hämmerte gegen die Scheibe, sah sich erschrocken um, blickte auf die Tribüne in die tausenden Gesichter der Zuschauer. Als er die Glaskuppel hinaufstarrte, entdeckte er einen seltsamen Schlauch, der auch zu den anderen Kuppeln führte. Er musterte sie, weitete dann die Augen und hämmerte noch heftiger gegen das Glas, als er verstand, was diese Apparatur bezwecken sollte. Die Metallplatten schlossen sich unter ihnen und die gläsernen Halbkugeln senkten sich zurück auf den staubigen Sand. Paul, das ist Paul! Oh mein Gott, was hast du getan? Was hast du getan? Ihre Stimme bebte und versagte dann, bis sie nur noch heiser keuchen konnte. Dann verstummte die Musik und Trommelwirbel setzte ein. Die Menschen beruhigten sich und starrten mit Spannung auf die Kuppel. Meine Damen und Herren, diese Verbrecher verdienen nicht anders. Sie saugten das System aus. Nun wird ihnen die Seele ausgesaugt. Lassen wir sie verstummen. Das Urteil lautet Tod durch Vakuum. Was für ein Spektakel, was für ein Warm-up.
Kuppeln bebte vor Angst. Die Männer in den Kuppeln erzitterten und starrten einander an. Dann setzte ein Geräusch ein, wie das eines Staubsaugers. Ein Summen und Vibrieren durchbrach die angespannte Stille. Die ersten 6 Kuppeln erbebten und man sah, dass der Schlauch über ihren Köpfen zu arbeiten begann. Er pulsierte wie eine Made in einem Apfel. Boah starrte auf die Männer. Man hatte schon längst begriffen, was jetzt passieren würde. Mit einem Mal griffen sich die 6 Männer an die Kehle. Ihre Augen weiteten sich und sie versuchten panisch nach Luft zu ringen. Paul sah, wie ihre Brust unter dem heftigen Atmen erbebte und sie langsam auf die Knie sackten. Der Schlauch saugte ihnen die Luft heraus. Er würde so lange saugen, bis ein Vakuum entstünde, das sie umbringen würde. Sie würden platzen. George drückte Lynns Hände fester und bestand darauf, dass sie hinsah. Das Klopfen gegen die Scheiben ließ nach. Auch die anderen Häftlinge, deren Hinrichtung noch nicht eingesetzt hatte, starrten fassungslos auf die Ereignisse. Lynn weinte leise. Ihre Tränen ließen das Bild verschwimmen, bis sie nichts mehr sehen konnte. Sie konnte es nur noch hören. Das Saugen, das leise Sterben, das durch die Kuppeln zu dringen schien. Nicht! Bitte nicht, Paul! Hör auf damit, bitte, George. Ich werde tun, was du auch immer verlangst, aber bitte töte ihn nicht. Die Männer in den 6 bebenden Glaspanzern rissen ihre Augen auf. Ihre Brust bewegte sich nun rhythmisch zu dem Saugen des Schlauchs. Nun ist fast der gesamte Sauerstoff herausgesaugt. Die Münder der Gefangenen öffneten sich. Die Augen schwollen an, die Zungen quollen heraus und färbten sich dunkelrot. Die Hände glitten schwer zu Boden. Dann, erst langsam, dann immer schneller, schwoll auch der restliche Teil ihres Körpers an. Die Organe wurden aus ihren Körperöffnungen herausgedrückt. In blutigen Wülsten pressten sich Gedärme durch die weit aufgerissenen Münder. Das Vakuum ließ sie aufblähen und zog dabei die innersten, verborgenen Teile ihrer Körper aus ihnen heraus. Paul konnte sich das blutige Spektakel nicht mehr mit ansehen. Er hatte Glasmann in einer der letzten Kuppeln gesehen und er wusste, dass es für ihn ebenso keine Rettung mehr geben würde. Er wandte sich ab, noch ehe die Opfer in den Halbkugeln aufplatzten und das Blut an den Kuppeln die Sicht auf die Leichen verbarg. Das war nicht sehr klug. Trotzig hob Betty den Kopf und starrte an Myra hinauf, die mit angestrengtem Blick aus der Zelle schaute. Sie versuchte etwas zu erkennen, aber der Winkel war zu schmal und die anderen Zellen lagen direkt neben ihrer. Es war klug, glaube mir. Sie wollte Bettys Hinrichtung vermeiden. Myra hatte eingesehen, dass es keinen anderen Ausweg gäbe, außer sie würde den Wachmännern Bettys wahre Identität verraten. So könnte sie wenigstens Bettys Leben retten. Myras Kampf aber war zu Ende. Sie hatte keine Kraft mehr. All das Leid und die vielen Versuche, die sie auf sich genommen hatte, waren mit einem Schlag zunichte gemacht worden und umsonst gewesen. Sie hatte versagt. Myra hatte weder Loreen noch Lila retten können. Ihre Rache an Mazowski war gescheitert. Johann war in ihren Armen gestorben. Und jetzt stand das Leben eines Teenagers auf dem Spiel. Wegen ihr. Das war genug. Sie musste jetzt einmal in ihrem Leben etwas richtig machen. Das einzig Gute, das sie bis jetzt getan hatte, war, dass sie Toby Gustafsson nicht vergessen hatte. Der arme Toby, der auf bestialische Weise hingerichtet worden war. Sie werden kommen und dich herausholen. Du kannst zurück zu deiner Mutter. Dann kannst du immerhin am Leben bleiben. Mein Vater wird uns so oder so umbringen lassen. Ich bin nicht einfach von zu Hause weggerannt. Er will uns in die Abschnitte schicken. In die Welt, aus der du kommst. Aber du kannst weiterleben und wirst nicht in den nächsten Minuten sterben. Und lebendig nützt du uns mehr. Du
hast immer noch die Chance, jemandem das Leben zu retten. Hast du das nicht kapiert? Solange du lebst, gibt es immer eine Chance zu fliehen. Und wenn Layla bei deinem Onkel zu Hause wartet, dann kannst du vielleicht... Er hat gesagt, er wird uns in einen Abschnitt schicken. Schau mich an. Ich habe dort auch gelebt und ich habe es überlebt. Ich habe sehr viele schlimme Dinge gesehen. Und ich weiß, dass du stark genug bist, um es auch zu überleben. Also reiß dich jetzt gefälligst zusammen und versuche das Beste draus zu machen. Tod nützt du niemandem etwas. Betty stockte. Sie hatte die Kapseln finden wollen und sie wusste, dass sie spätestens dann wieder eingefangen werden würde. Eine Chance, endgültig zu entkommen, sah sie einfach nicht. Aber sie wollte den Plan ihres Vaters durchkreuzen und niemals in einem Abschnitt geschickt werden. Hier ging es um mehr als ums Überleben. Hier ging es darum, George Barry einmal zuvorzukommen. Das würde er niemals verkraften, stolz wie er war. Aber Myra war so gut wie tot. Es schien, als wüsste Jeremy ganz genau, wohin sie laufen müssten. Der Parkplatz vor dem Gebäude war überfüllt mit Autos und auf den Straßen lagen vereinzelt Luftballons und achtlos weggeworfene Flyer. Bunte Kärtchen flatterten herum, auf denen der Engelsmarsch präsentiert worden war. Du meine Güte! Sie hob ein Kärtchen auf und betrachtete es lange. Sie wollen die Mädchen töten? Hunderte? Sie wollen sie einfach in die Luft sprengen? Sieht so aus. Werden da dann ganz sicher nicht hingehen. Ist ja schon so zu gefährlich, aber in einen Massenmord reinzulaufen. Mika legte schützend eine Hand um Clara. Sie spürte seine Wärme und ein angenehmes Kribbeln ging durch ihren Körper. Mika hat recht. Wir sollten nicht dorthin gehen, wo so viele Wachmänner sind. Wo unschuldige Mädchen sterben. Vielleicht sollten wir uns verstecken und ein paar Tage abwarten, bis wir uns besser auskennen. Ist die einzige Gelegenheit. Jeremys Blick war starr auf Clara gerichtet. Er schaute sie unverhohlen an und wartete auf ihren Protest. Gehen dann nicht hin. Jeremy machte einen Schritt auf die beiden zu und bäumte sich vor Mika auf. Sein großer, breiter Arbeiterkörper sah in dieser bedrohlichen Pose gefährlich aus. Und Clara wich einen Schritt zurück. Gehen dahin. Jetzt. So starrten sie sich eine Zeit lang in die Augen. Mika und Jeremy. Niemand wagte es zu blinzeln. Es war ein stiller Kampf zwischen den Männern, der Claras Schicksal bestimmen sollte. Was erhoffst du dir von einem Besuch in dieser Arena? Die Menschen sind unsere Feinde, solange wir es nicht besser wissen. Es wird alles streng bewacht sein und es wäre eine dumme Idee, sich direkt in die Arme von Barry zu begeben. Das klang doch vernünftig. Die Männer rührten sich nicht. Mika war der Erste, der blinzelte und zu Clara herüberschaute. Will Clara schützen. Jeremy ließ sich nicht belehren. Er erläuterte, dass je länger George Barry am Leben sein würde und sie durch die Stadt schlichen, umso höher die Wahrscheinlichkeit wäre, geschnappt zu werden. Sie hätten keine Chance, an George heranzukommen, wenn sie in den Zellen sitzen würden. Er erklärte, dass mit jeder Sekunde, die verstrich, Menschen dort draußen sterben würden. Will dem Schrecken schnell ein Ende setzen. Clara und Mika schwiegen. Sie griff nach seiner Hand und sah ihn an. Er hatte ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache mit Jeremy. Wie sehr konnte er ihm tatsächlich vertrauen? Und sowieso waren sie zu dritt, unbewaffnet, hungrig. Es würde dort nur so wimmeln von Wachpersonal. Gehen zur Arena. Töten ihn. Bringen Frieden. Sie sah das Gute in seinen Augen. Mit einem Mal wusste sie, was sie für diesen Mann empfand. Es war Liebe, die in ihr wuchs. Zusammen schaffen wir das. Es war kein weiter Weg mehr. Sie würden die Arena in spätestens 15 Minuten erreichen. Dann würde sich alles ändern. Sie würden die Menschheit aus der Geisel Barrys befreien und den Frieden über den Kontinent und die Welt bringen. Sie wusste nur noch nicht, wie.